Ich bin die Lena. Ich bin Franziska. Ich bin die Jenny. Ich bin die Katrin. Und ich bin die Lissy. Ich bin der Tobias. Und ich der Marc. Erneuert und 1988 eingeweiht. Heute steht sie für Veranstaltungen aller Art. Hier stehen wir vor dem Heimatmuseum. Es war früher ein Rathaus und hier hat sie auch ganz neu da drin den Laden. Ja. Projekt gewesen. Da hat die Frau, die den Ladebetrieb hat, in der Waldenbrucher Straße, hat im Herbst aufgehört und dann haben wir sie gefragt und gesagt, ob sie sich vorstellen können, dass man ihre Einrichtung zu uns ins Museum nimmt. Und ganz ehrlich gesagt, so richtig vorstellen hat sie sich nicht können. Sie hat gedacht, weißt du, ein Ladegeschäft ist ein anderer Raum und ist ein Privatraum. Und Truhe oder auch die Verkaufstheke sind sehr schwer und dann konnte man das einfach nicht mal von der Scheune hierher transportieren. Die Sachen hochtragen und dann war leider die Tür, die Eingangstür, 1 Zentimeter zu klein. Da ging die Theke nicht rein. Wir haben das vorne abgeschraubt. Das Originalschild, das von der links von der Oma, da von der Dorothea Reitmann, außerhin. Wegen dem ist es nicht mehr so schön, wir haben es putzt, aber es ist ein bisschen verrostet, aber das darf es auch sein nach 100 Jahren. Okay. Das ist ihre ganze Tradition, was sie nur lange gepflegt haben und was immer beim Kirchweihfest im Herbst, im September, kommen die alle zusammen und die haben halt, ja, wenn man es genau vergleicht, so viel Unterschied ist gar nicht. Da weißt du, an dem Handwerkszeug oder an von der Landwirtschaft, das weil sehr viele Männer und Frauen früher im Wald gearbeitet haben. Da musste man die Pflanzen alle nur von Hand setzen. Und ja, das war. Genau, ja, vielleicht ein bisschen weniger lukrativ für die Stumpe, aber gleich gut oder gleich schlecht. Vom Verdienst her, aber auf jeden Fall hat man was machen können. Hier stehen wir vor dem Bürgerhaus. Es wurde 1910 als Schulhaus erbaut und 1950 erweitert. Am Mai 2002 wurde es dann endgültig als Bürgerhaus. War es dann endgültig das Bürgerhaus. Hier drin sind zum Beispiel die Mediothek, die Kunst- und Werkschule, die Volkshochschule und das Jugendreferat. Macht es Spaß hier zu arbeiten? Ja, sehr. Vor allen Dingen, wenn man so schön interviewt wird. Und wie viele Leser? Wie viele Leser wir haben? Also ungefähr 2000 Leser haben einen Ausweis. Erwachsene und Kinder. Ja, und also wie viele Medien? Ungefähr 24.000 Medien. Bücher, Kassetten, DVDs, Spiele, alles. Manchmal Kunstausstellungen. Ja.
viele Einwohner hat Schöneich? 9.696. Wir sind hier bei der Gemeinde.